Wie sich das Stollenfest so im Laufe der Zeit entwickelt hat, das haben zwei Dresdner mit ganz viel Interesse verfolgt. Das kann man wirklich sagen. Es ist nämlich der ehemalige Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Professor Kurt Biedenkopf, und seine Gattin Ingrid Biedenkopf. Und ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Kommen Sie bitte zu uns. Es ist ja wirklich ein Fest, Henry, das es woanders sicherlich nicht gibt, oder? Genau. Ja. Das gibt es woanders nicht, kann ich sagen. Nein, das gibt es woanders nicht. Also unser Stollenfest ist eigentlich ein Wahnsinn. Und jetzt möchte ich die Familie Biedenkopf begrüßen. Genau, schön, dass Sie da sind. Herr Professor Biedenkopf, wenn Sie jetzt... Ja, das ist schön. Ich würde Ihnen gerne das Mikrofon geben. So, wenn Sie jetzt mal in die Runde gucken. Das ist schon toll. Da ist man schon stolz. Das ist sächsisch. Sagt er so, das ist sächsisch. Aber es gibt ja auch viele Gäste, die aber zu uns Sachsen genau deswegen kommen. Aber wenn Sie hierher kommen, dann erleben Sie eine der vielen schönen Traditionen dieses Landes. Sie erleben, wie über Jahrhunderte sich etwas entwickelt hat. Der Stollen hieß ja früher nicht Stollen, sondern Striezel. Und Striezelmarkt kommt vom Stollen. Und der Stollen hat sich als Christbrot entwickelt und dann immer weiter. Und diese Kontinuität reicht bis zum 15. Jahrhundert zurück. Und das ist einer der ganz wichtigen Gründe dafür, warum dieses Land sich auch wieder gefunden hat und wieder aufgebaut hat, weil es eine so lange Geschichte hat. Und diese Geschichte ist eben nicht nur was mit der Industrie zusammenhängt, sondern auch mit der Kultur und eben auch mit dem Essen. Das ist richtig. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, unser Stollenfest, unser Striezelmarkt, das ist alles nicht kopierbar. Das ist nein. Nee, kommt da aus. Das ist ja kein Sachsen. Das kann nicht kopierbar sein. Frau Biedenkopf, Sie waren ja beim ersten Stollenfest dabei. Vor 20 Jahren, wenn Sie jetzt mal gucken, das ist schon irre, was sich daraus entwickelt hat. Das haben vielleicht vor 20 Jahren die Bäcker und die Initiatoren da auch nicht gedacht. Wir haben vieles nicht gedacht, was sich entwickelt hat. Aber die Sachsen waren immer unwahrscheinlich treu, egal ob es regnet, schneit oder ob es schön ist. Die waren immer da mit ihren Kerzen vor der Frauenkirche. Und überall, wo man sie gebraucht hat, waren sie da. Und das hat uns auch viel Mut gemacht. Vielen Dank nochmal. Können Sie sich noch an das erste Stollenfest erinnern? Natürlich. Wie war das? Das war, also wenn ich ehrlich bin, kann ich mich noch genau erinnern, wo es war. Es war in Zwinger, genau. In Zwinger, aber da waren auch schon eine ganze Menge Menschen. Ob so viele waren wie heute, glaube ich eher nicht, aber es waren auch viele da. Und ich musste auf die Leiter steigen und Spüle gab es nicht, um zu den Leuten zu reden. Und dann bin ich wieder runtergekommen, habe ich gerade erzählt bekommen, da habe ich gesagt, naja, das ist noch ein bisschen improvisiert. Aber es war ein wunderbarer Anfang und es war ein Riesenstollen und es war etwas, was sich entwickelt hat und darüber bin ich sehr glücklich, weil an solchen Dingen kann man sich festhalten, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Das ist, was uns gehört. Das stimmt, das hat sie schön gesagt. Das ist was, was uns gehört. Herr Professor Biedenkopf, sind Sie denn ein Stollenesser? Ja, soweit mir meine Frau das erlaubt. Ach, das ist wie bei Ihnen? Ja, bei mir teilt das auch die Frau zu. Also, naja, das heißt, ich würde... Ich esse heimlich. Sie sicherlich dann auch. Sie essen dann auch heimlich. Nein, nee. Ach, Frau Biedenkopf sagt sofort, nein, das glaube ich nicht. Wie wird denn bei Ihnen Weihnachten gefeiert? Sehr besinnlich oder lassen Sie sich auch von der Hektik anstecken? Nein. Also Hektik ist ja was man selbst verursacht, nicht andere. Man sagt zwar immer, alle anderen würden einen treiben, aber man treibt es natürlich auch selbst. Also wenn man Weihnachten hat, ein wirkliches Weihnachten haben will, ist man entweder mit der Familie zusammen, wenn die in einem Platz ist, oder wir beide sind zusammen und wir lassen uns von nichts ablenken, keine Termine, keine Reise und sowas. Wir lesen, wir hören Musik und wir sind einfach zusammen. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Das stimmt. Das ist auch schön, was Sie sagen, dass die Hektik ja immer jemand anders macht und dass man sich nicht
anstecken lassen darf. Das man darf aber auch die anderen nicht anstecken. Nee. Ich bin ja ganz ehrlich gesagt gespannt, was dann auf dem Wagen liegt. Sie sicherlich auch. Ich bin sehr gespannt, denn das muss ja ein Monstrum von einem Freund sein. Die Zahlen, die wir gehört haben, sind sehr eindrucksvoll. Und interessant war ja, dass der meiste Beifall kam, als die Menge des Ruhms erwähnte. Bürgerinnen und Bürger, die aus nahen und fernen Landen angereist seid, so wollen wir euch herzlich begrüßen in dieser unserer herrlichen Residenzstadt. Und eine ganz kurze Frage, wer von euch ist das allererste Mal in Dresden? Mal kurz Hand hoch. Leute, wir haben seit 22 Jahren offen, wieso kommen wir jetzt auf? Dresden lohnt sich immer wieder. Ja? Und da ich heute schon für Captain Hook gehalten wurde, sogar begrüßt wurde mit den Worten ho, 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 und daran könnt ihr sehen, dass ihr auch, auch Bildungstabelle. Es sind nicht mehr viele, aber ja, muss ich mich vielleicht das mal vorstellen. Man nennt mich Fredericus Augustus Rex, Kurfürst von Sachsen, König in Polen, Markgraf von Meißen, Landgraf von Hessen, des Heiligen Römischen Reiches, deutsche Nation, Erzmarschall. Der Bursche, der da steht, als wäre er verbeamtet, ihr dürft wiederholen. Der hört es auf. Ja, der hört es auf. Kurfürst von Sachsen, Reichen. Das reicht nicht. Nein. Wir wollen heute von der Hinrichtung absehen, weil heute so schönes Wetter ist. Ich glaube, ja. Ah, da kommt, gibt es schon ein Blaulicht, meine Liebe. Ein Blaulicht. Da kommt, gibt es schon ein Blaulicht. Das heißt also, der Stolz ist schon in der Welt. Ist alles ein Gang? Ja. Haben Sie denn Ihre Kurse heute mit an der Seite? Die Reichsgräfin ist auch mit dabei. Liebste Reichsgräfin, oh, wollte ich mal zu uns hier hochkommen. Ja, liebe Reichsgräfin. Wir haben einen wunderschönen Kleid. Oh, willkommen. Applaus für die Frage. Der Reichsgräfin wollte ein paar gesalzte Worte ans Publikum richten. Majestät, außerhalb des Protokolls, ich bin entzückt. Es ist ja nicht immer so, dass Majestät mich im rechten Moment zur Seite nimmt. Aber eine Frau, die ihn stärkt und die ihn hält, Majestät, das werden wir auch wieder gebrauchen können. Für wahr, für wahr. Und man sieht es an der Familie Biedenkopf, eine Frau, die... Ach, Applaus und Jubel, wir drei Hochschulbürgerinnen und Bürger. Und ich habe jetzt schon gehört, es wird dieses Jahr ein Rekord sein. Ja, 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 Moment. Ich bin sehr gespannt. Das war ein ganz herzliches Dankeschön, Bernd Schmidt vom Theater Schmidt aus Lotschutz, mit den beiden Kaltschüler und Sandor und Sultan. Die haben eine schwere Arbeit geleistet. Schön, dass Sie da sind. Und wir sind gespannt, denn jetzt geht's gleich los. Erstmal muss der Wagen stehen. Richtig. In Gülden, diesmal in Gülden. Zum Jubiläum, zum 20. Jubiläum. So, und jetzt würde ich denken, wir schreiten ja auch gleich zur Tat. Wir müssen uns ein bisschen sortieren. Herr Hilmer, Familie Biedenkopf. So, Moment. Also, wir zählen. 3, 2, 1. Really good.